Ich bin der Gabriel. Gabriel. Hallo Gabriel, und wie alt bist du? Ich bin 15. Oh, wow, ja. Gabriel, glaubst du, es hat sich jemand umgedreht? Ich habe keine Ahnung. Es ist ja auch, heißt ja auch nicht wissen, ne? Sondern glauben. Genau. Du bist bestimmt neugierig, wie viel sich wirklich umgedreht haben. Mhm. Und wir alle hier sind, glaube ich, neugierig, wie du aussiehst. Deswegen wollen wir einen Countdown machen, dass es der Vorhang fällt, und ja, dann bitte. Hören wir uns ja, das nochmal an. 5, 4, 3, 2, 1, go! Hallo. Alle haben sich umgedreht. Alle. Geil. Hit it! Lass es uns doch noch mal sehen, bitte. Wir wollen es noch mal hören. Komm an. Wuhu! I was born by the river. Oh, just like the river I've been running ever since. Back down on my knees. Oh, there have been times that I fought a long time coming, but I know a change gonna come. Sehr gut. Sehr, sehr geil. Ey, ich meine, eine Jubiläumsstaffel bei The Voice Kids fordert einzigartige Talente, und ich glaube, es ist wirklich einzigartig, wenn man so tief und so eine schöne Stimme schon hat in deinem Alter. Ich meine, du bist 15 Jahre alt. Wow, ich hätte gerne mit 28 so eine schöne, ruhige Stimme. Du bist mit 15 auf jeden Fall schon mir einiges voraus, aber ey, vielen, vielen Dank für diese schöne Performance. Das ist, glaube ich, eine der tiefsten Stimmen, die ich gehört habe, und auch so eine Kontrolle und Power, und dann wurdest du weich, war irgendwie alles da. Und wann hast du denn gemerkt, dass du eine Stimme hast, die du benutzen kannst zum Singen, dass du anders bist als die anderen? Also bei mir war es so, ich habe als kleines Kind schon immer gesungen, und vor einem Jahr hat mein Bruder mir gesagt, du musst zu The Voice Kids, und ich habe mich nie getraut, ich habe mich wirklich nie getraut. Dann hat er mich einfach angemeldet, und das war die beste Entscheidung. Danke, Gabriels Bruder, dass du ihn angemeldet hast. Gott sei Dank bist du hier, und Gott sei Dank bist du in den Battles jetzt. Mega. Dankeschön, danke.
bist ein sehr, sehr spannendes Talent für die Show. Mit deinen 15 Jahren dieser tiefen Stimme, das erweitert die Bandbreite dieser Show um eine ganz tolle Note. Und auch wir wären natürlich happy, wenn wir den Weg mit dir gehen dürften. Gabriel, ich finde, wir sehen sogar ähnlich aus. Ja, auf jeden Fall die Hemdenauswahl ist. Ja, ja, überhaupt. Hemd. Könnt ihr euch mal nebeneinander stellen kurz? Nur einfach so zum Vergleich. Die Größe, ne? Ich wollte auch vorher. Die Größe würde mich auch interessieren. Ich glaube, wir sind ähnlich groß. Und? Ja, super. Wahnsinn. Ja, unglaublich. Gabriel, hey. Schön, dich kennenzulernen. Ich hätte wirklich Bock mit dir, das weiter zu erarbeiten, vor allem, weil du so eine tiefe Stimme hast und ich bin auch kein Tenor, das heißt, ich habe immer Probleme mit den höheren Noten und weiß genau das Gefühl und dachte immer, als ich klein war, oh Mann, ich komme nicht so hoch wie Adam Levine oder Justin Bieber, aber es ist egal, weil am Ende brauchst du nicht so hochkommen, sondern der, der gewinnt, so der am meisten verspürt, ist einfach der, der mit dem, was er hat, das Beste daraus macht und ich glaube, das kann ich dir sehr gut beibringen. Also in meinem Team wärst du gut aufgehoben, ich wäre sehr happy. Hast du denn schon eine Tendenz? Wusstest du schon, als du hergekommen bist, das Team möchte ich, das eher nicht so? Vincent. Zack, fertig! Da haben wir das doch! Ist das deine Entscheidung? Vincent. Ja! Herzlich willkommen. Ich war gar nicht vorbereitet. Man muss ja auch nicht immer Spannung bis zum Ende. Ich bin ein Fan von klaren Worten. Leute, ein großer Applaus für Gabriel und herzlich willkommen im Team Vincent. Zu Recht ein Vierer-Buzzer. Das war Wahnsinn. Vielen Dank. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr, sehr stolz. Echt? Unfassbar, deine Stimme und deine Entscheidung ging ja richtig schnell. Ich wollte von Anfang an zu Vincent. Als der Vorhang runtergegangen ist und ich den Viererwasser gesehen habe, ist das beste Gefühl.